das jetzt echt heftig. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil bei mir auch ein paar Sachen wieder hochkommen. Deswegen weiß ich nicht, für wen ich mich entscheide. Obwohl jeder seine Stimme frei vergeben kann, haben die Backpacker Diskussionsbedarf. Aber weil Louis, okay, aber bei mir, ich war mit Louis und ich weiß, wie er ist. Er ist halt sehr chaotisch und lustig, aber auch. Ich persönlich finde, Cecilia hat uns verkauft und hat dann danach auch sehr zu ihrer Meinung gestanden, dass das in Ordnung ist. Und hier geht's anscheinend sehr um Karma. Und von daher finde ich, hat sie eigentlich am meisten Schlechtes gemacht und hat mich mega angeschrien, was auch nicht in Ordnung war. Ja. Sechs Leute mussten was abgeben, damit ihr zwei was bekommt. Ja, und was ist aber passiert? Was hast du abgegeben? Drei Sachen. Seid ihr gestorben? Kann das nicht hören. Bleh. Hallo, was? So machst du dich so in mein Gesicht. Mach ich. Du kannst deine Hände unten lassen. Nein, ich lasse meine Hände nicht oben. Oh, Prinzessin, geht's dir jetzt schlecht? Ich hoffe, du bist doch mal was abgeben. Mir geht's besser als dir, weil ich kann mit gutem Gewissen schlafen. Deswegen, ich kann auch, also wir haben auch gestern gut geschlafen. Ja, das glaube ich auch. Wenn man so fake ist, hat man kein Gewissen. Ich weiß, was du meinst. Ihr hattet eure Auseinandersetzung. Ich finde aber, daraus kann man das jetzt nicht schließen. Unabhängig davon, ob es jetzt eine Freundin von mir ist oder nicht. Wenn ich halt denke, wer am meisten sich daneben benommen hat oder was Selbstsüchtiges getan hat, dann war das in meinen Augen sie. Wo jetzt das meiste Problem war oder beziehungsweise wo es Stress gab, war jetzt in dem Fall auch Christina. Ja, fair point, aber das war auch einmal und ansonsten war ja gar nichts. Ja. Ich meine, Tommy hat auch gelogen mit dem Geld. Tommy hat provoziert und hat mega aber Stress gemacht. Aber da war sie mit ihm im Team. Das war das Geld von den beiden. Ja, aber er hat gelogen. Ja, aber im Endeffekt haben wir alle gelogen, weil immer einer aus dem Team hat Geld geklaut. Nee, also Cosimo hat es geklaut. Ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, er soll es zurückgeben. Ja, Leute, wer soll denn jetzt das verlassen? Jetzt mal ehrlich. Für mich. Bitte jetzt aber ernsthaft, bitte ernsthaft bleiben jetzt, ne? Weil das ist jetzt scheiße. Shah Rukh Khan hat nicht verdient. Wer ist Shah Rukh Khan? Wie heißt der nochmal? Mit Lena. Louis. Mein Teddybär, zap, zap. Soweit kann sie nicht kommen, weil ich hab ihren Talisman. Wegen denen musstet ihr alle Geld abgeben. Ihr müsst jetzt entscheiden. 2000 Baht für euch. Oder das Stofftier für Cosimo. Denkt mal logisch. Ich habe mit einer Person gar keinen Bezug gehabt. So. Und bleibt mir keine andere Wahl. Scheiß drauf, ich mache jetzt nicht wieder. Mach einfach schnell, ohne Schmerz. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich 0,0%. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na ja, dann mache ich mal den Anfang. Oh, ich weiß so, Respekt. Aber vielleicht fällt mir am Weg noch was ein. Kommt mir mit, fällt gar nichts Lena? Ein. Oh, hopp, wir fahren. Oh, Scheiße. Lass überlegen, Cecilia. Boah, ich weiß es nicht. Soll ich jetzt Tommy oder Tara wählen? Louis will ich eigentlich nicht wählen, weil wir sind ja auch Homies. Ich will jetzt einfach Cosimo. Oh, nee, ich denke mir mal so, wenn die im Fernsehen heulen, ey, die sind doch total dumm. Aber es tut mir gerade voll weh, weil ich mir so denke, ich kann ihn doch jetzt nicht rauswerfen, nur weil der mit mir keine Zeit verbracht hat. Das ist total dumm. Ja. Gehen wir zurück. Let's go. Ich denke, Tommy würde mich wählen. Oh, Tommy? Oh, warte. Aber ich habe auch gar nicht so viel Hilfe von ihm bekommen hier beim Backpacken. Okay. Also wenn wir jetzt danach gehen, wer war hier ein guter Backpacker-Kollege, dann könnte ich das schon irgendwie in meinem Kopf begründen. Es tut mir halt leid, weil ich mag ihn gerne. Aber wenn du das willst, dann fällt es mir auch einfacher, eine strategische Entscheidung zu treffen. Also wählen wir beide jetzt Tommy, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn du das willst, dann... Wenn ich das will? Scheiße, alle. Oh, Spaß, ich war jetzt bin ich richtig angestrengt. Also ich gebe meine Stimme der Cecilia. Sie ist allgemein ein bisschen zu verbissen und zu selbstsüchtig und irgendwen muss ich wählen. Es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid, aber ich entscheide mich für Tommy. Wenn es um Kampfgeist hier geht und wer ein wirklich guter Backpacker ist, dann ist er es leider nicht. Scheiße, ich fühle mich heute so kacke. Wer wählt jetzt Christina? Ich dampf mit bei Christina. Oh, ich schwöre, ich habe keine Ahnung, was die Leute wählen. Boah, wenn andere mich wählen, dann f*** ich die alle. Könnte sowieso jetzt nicht ändern. Ich will gar keinen wählen. Mir fällt es sehr, sehr schwer.
Ich nehme den Luis. Wir sind hier in einem Spiel und wir müssen niemanden rauswählen. So. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, mit wem ich mich hier am besten verstehe. Alle Backpacker haben ihre Stimme abgegeben. Eine harte Entscheidung. Auf wen fällt die Wahl? Für wen ist das Abenteuer, jetzt so kurz vor dem Finale, vorbei? Leute, da kommt irgendwas. Die Wahl der Reality-Stars hat sofortige Konsequenzen. Nein, da ist keiner drin. Da ist ein Auto, ja, ach, der jemand abholt. Nein, sag sowas nicht! Der hat eine Kammerkiste dabei. Safe. Oh! Oh mein Gott, ich pinke mir. Ich muss noch pinkeln. Mach keine Witze bitte jetzt. Thank okay? you. Thank you. So. Gib mal euch, ich lese vor. Und auch die andere Gruppe erhält eine Karma-Kiste. Soll ich lesen? Ja. Liebe Backpacker, du hast die meisten Stimmen von deinen Backpacker-Buddies erhalten. Pack jetzt deine Sachen. Sag es. Lena? Sag es. Sag es bitte. Lena, sag es. Ich mache jetzt wirklich keinen Spaß. Ja, sag's jetzt. Ja. Na gut. Bye, bye. Oh, I'm sorry. Ich weiß nicht. Jetzt schon? Oder? Lass mich dich erst mal drücken. Ich schmeiß dich nicht raus, ich drück dich nur. Tut mir leid, dass wir unsere Differenzen hatten, aber die sind von meiner Seite auf jeden Fall geklärt und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal in Germany oder Austria sehen. Komm her, Tara. Oh, I'm sorry. Ja, ist in Ordnung. Komm her. Oh, Schatze, nicht weinen. Ich kann doch nicht ohne dich jetzt schlafen. Wer nervt mich denn jetzt? Nicht weinen, muss ich auch. Muss ich jetzt auch weinen. Das war nur so ein schöner Tag, den wir hatten. Ja, Gott sei Dank. Stell dir vor, wir hätten einen Scheißtag gehabt. Na? Ich finde die Entscheidung nicht fair, weil es geht ja darum, wer hier der beste Backpacker ist. Und ich fand, Luis hat sich wirklich sehr gut geschlagen. Tschüss, Menü. Und schau mir da an. Ja, die Jungs werden mich wahrscheinlich rausgewählt haben, weil Tommy sowieso einen Pick auf mich hat und Cosimo wahrscheinlich drauf einsteigt. Und sie mich auch nicht kennen, vor allem das. Ne? Tschüss, habt noch Spaß. Jeder, hau rein. Spaß.